Hallo Hallo. Christoph, einen wunderschönen guten Morgen, Dustin. Herzlich willkommen, liebe Clubmitglieder, liebe Gäste, zum Aktien-Roundup. Heute mit einem sehr spannenden Titel, wie ich zumindest finde. Absolut, ein Titel, den wir immer wieder hier uns quasi einmal herholen, Ja, man kommt jetzt halt anschauen. nicht Man an kommt ihm nicht drum herum. vorbei. Der ist natürlich Absolut. sehr spannend. Ich habe das Gefühl, es verfolgt das schon was länger. Wir haben das dem letzten Mal in der Krypto, in der Krypto-Hype uns das Ganze angeguckt. Da war so die erste Welle, dass man profitiert hat. Jetzt die künstliche Intelligenzwelle und ja, das Unternehmen ploppt immer wieder auf. Also man sieht, wie breit man doch aufgestellt ist. Ihr könnt es euch schon denken oder wir haben es ja auch schon mal gesagt. Wir sprechen heute über Nvidia und wollen uns einfach mal angucken, ja, wie steht es denn gerade so aktuell ums Unternehmen? Wie sind so die Bewertungen? Wie ist so das Wachstum? In welche Richtung steuert man gerade? Und ja, man kann sagen, im letzten Quartal gab es wieder Rekordumsätze. Über 8 Milliarden Dollar an Umsatz, riesige Anstiege in vielen Bereichen. Wir gucken uns das gleich noch ein bisschen detailliert an. Der Gewinn ex ist extrem gestiegen. Man hat wirklich richtig, richtig Geld verdient das erste Mal. Man kann sich das ganz gut vorstellen. Diese schönen KI-Chips, die da draußen sind, die meistens gar nicht mehr verfügbar sind. Und wenn sie verfügbar sind, gerne mal 10, 20, 30, 40.000 Dollar kosten so einer. Man kann sich also gut vorstellen, dass da die Margen und alles sich sehr positiv entwickelt haben. Und ja, wir wollen einmal draufschauen, auch so ein bisschen in dem Hinblick, dass er jetzt Arm auf den Markt kommt oder an die Börse geht. Börse geht, genau. Wir haben es ja am Dienstag schon mal so kurz angesprochen und Arm und Nvidia arbeiten tatsächlich ja sehr eng zusammen. Nvidia wollte das Unternehmen ja schon mal kaufen, hat es eigentlich auch schon gekauft, damals für 44 Milliarden Dollar. Durfte es noch nicht mehr. Durfte es dann noch nicht mehr, genau. Dann wurde das Ganze quasi entzweit. Alle, die jetzt zuhören, genau. Also Nvidia kommt eigentlich aus dem Gra oder kommt eigentlich aus dem Grafikkartenbereich, ist ein Grafikkartenunternehmen immer gewesen und geht natürlich jetzt auch ging dann in die Grafikkarten. Auf Grafikkarten konnte man meinen, auf Grafikkarten kann man jetzt auch KI laufen lassen und es gibt wahrscheinlich auch spezielle Chips für AI. Aber andere Frage, ARM ist ja eigentlich eher aus dem Mobilbereich bekannt, aber macht wahrscheinlich auch vielleicht Chips, die im Mobilbereich oder in Grafikkarten wiederum verbaut sind, die vielleicht jetzt nicht gerade den Hauptprozessor betreffen, aber drumherum, Genau, sagen genau. wir mal. Da merkt man schon, ARM ist eher in diesem mobilen Bereich unterwegs, aber vieles der Technologie basiert halt auf der Technologie, die auch Nvidia für seine GPUs nutzt. Ich habe übrigens gelernt, man darf nicht mehr Grafikprozessoren sagen und man sollte nicht mehr, sondern man spricht jetzt nur von GPUs, denn wie Christoph schon gesagt hat, früher waren die GPUs tatsächlich hauptsächlich für Grafik da. Da geht es darum, mehrere Prozesse mehr oder weniger simultan rechnen zu lassen. Und das hat man halt im Grafikbereich insbesondere genutzt und dafür wurde es entwickelt. Mittlerweile nutzt man es halt, wie man ja mitbekommt, für ganz viele andere Bereiche, fürs Mining, für die künstliche Intelligenzsparten, für alles, was auch im künstlichen Intelligenzbereich der Automotive-Welt umhergeistert. Deswegen sagt man zwar immer noch GPUs, aber halt weniger jetzt von diesen Grafikprozess-Units. Das ist halt eigentlich so ein bisschen der alte Stamm, aber es zeigt so ein bisschen, ja, wie verworren doch die Technologie ist. Und ich glaube, das kann ich jetzt an der Stelle schon sagen, wir werden uns dem Thema in Zukunft noch mal ein bisschen intensiver widmen, um auch so ein bisschen in die Technologie reinzublicken, auch aus unserer Sicht reinzublicken und wirklich mal genau zu evaluieren, ja, was machen die da eigentlich, was ist daran so besonders und warum kommt da vielleicht nicht so schnell ein Konkurrent dran oder wie weit ist die Konkurrenz denn irgendwie weg? Das ist ziemlich tief. Oder man muss einen ziemlich tiefen Blick reinwerfen. Das wird heute den Rahmen sprengen, aber wir werden das immer mal wieder so andeuten und auch in Zukunft wirklich mal einen intensiven Blick wirklich nur auf Nvidia blicken und auch tief reinblicken, ja, was das Unternehmen eigentlich so ausmacht. Wir starten aber mal ganz kurz rein und ja, ihr habt es schon mitbekommen, das Thema AI ist natürlich das große Thema und man sieht hier so ein bisschen, ja, wo die Unternehmen hergekommen sind und wo sie gerade hinlaufen. Und da haben wir so also mit die drei größten in diesem Data Center-Bereich rausgesucht. Was sind diese Data Centers? Ja, da geht es eigentlich um diesen Großteil, wo vieles dieser Rechenarbeit auch geleistet wird. Cloud-Anwendungen auch gesteuert werden und, und. Und man sieht ganz gut, dass Intel da eigentlich immer großer Vorreiter war, eine ganze Zeit lang und eigentlich auch noch aktuell das einzige wirkliche Konkurrenzprodukt hat zu Nvidia. AMD kommt da auch immer wieder so mit und da gibt es ja auch immer wieder News, bei denen man sagt, ja, bald kommt der neue AMD-Chip, der wird noch leistungsfähiger sein und, und.
Bis der aber rauskommt, dauert es eine ganze Weile. Und da muss man an der Stelle auch immer wieder sagen, dass Nvidia halt nicht nur von seinen Chips profitiert, sondern auch mit der kompatiblen Software davon profitiert. Das ist eigentlich so ein Duo-Paket, bei dem man sagt, diese Leistungsfähigkeit der Chips, die wird nochmal deutlich optimiert dadurch, dass man halt sehr, sehr passende Software-Pakete dazu schnürt. Und das ist oftmals etwas, was AMD halt noch nicht in der Form hat und weshalb diese Chips teilweise trotz ähnlicher Leistungsbandbreiten oftmals nicht an die Performances von den Nvidia-Chips heranreichen. Muss aber auch sagen, dass es unterschiedliche Chip-Arten sind, die man hier sieht. Nvidia ist eben sehr stark auf diesen AI-Chips, Intel und AMD. Bei AMD bin ich mir nicht ganz sicher, die haben auch eine ganze Zeit lang Grafikchips, wahrscheinlich auch Tensor-Chips sozusagen gemacht. Aber Intel ja vor allen Dingen kennt man ja als CPU von Rechnern und von Servern. Und wenn natürlich jetzt der Bedarf für AI-Chips größer wird, hat Nvidia natürlich dann natürlich einen guten Share an diesem Wachstum und kann sich den schnappen, ja. Während Intel zum Beispiel da gar nicht so aufgestellt ist, sondern eben bis jetzt eher immer auf der CPU, also auf Central Processing Unit vom PC eher drauf war. Ich weiß gar nicht, in dem Bereich überhaupt bei dem was läuft, aber ich weiß nur, dass sie natürlich bis jetzt eher für Server, CPUs oder für, genau, was jeder auf dem Rechner stehen, auf dem Desktop stehen hat oder auf dem Notebook hat. Glaube ich ganz gut, was auch hier in der Grafik zu stehen sind. Also Intel war lange Zeit auch Marktführer, weil man insbesondere sehr stark auf diese CPUs gesetzt hat. Es ist auch immer noch so, muss man sagen, dass da nichts läuft ohne so eine CPU-Unit. Also es ist nicht so, als wäre Intel jetzt komplett vom Markt verdrängt worden, sondern man braucht diese Units immer noch. Aber Entwicklungen zeigen halt, dass man viele Anwendungsfälle besser nutzen kann mit diesen GPUs. Das steht hier unten so ein bisschen in der Grafik. Man spricht eigentlich von so einem Product Delay, dass man eigentlich keinen Marktshare hat, weil man keinen wirklichen AI-Chip hat, den man in den Markt bringen kann. Bei AMD ist es immer so ein Wechsel. Die sind ja in beiden Märkten so ein bisschen aktiv, haben ja auch da einige Akquisitionen in den letzten Jahren getätigt. Wen das interessiert, wir haben dazu mal eine Investmentwerkstatt gemacht, da sind wir durch diese einzelnen Chiparten nochmal durchgegangen. Ja. Und Nvidia war halt sehr stark genau auf diesem GPU-Markt eigentlich aktiv und hat sich da halt in den letzten Jahren immer stärker weiterentwickelt und insbesondere auch in der Kombination mit dieser Software weiterentwickelt. Und man sieht halt, wie die Entwicklung jetzt gerade in diesen Segmenten ist und warum es eigentlich gerade hier so nach oben ausbricht, liegt insbesondere natürlich in diesen Hypes um. Man sagt ja immer von AI, aber eigentlich geht es ja im Kern um diese LLMs, also um diese großen Sprachmodelle, die da gerade entwickelt werden. Und für diese großen Sprachmodelle insbesondere, also alles, was so ist wie ChatGPT, braucht man halt genau diese Chips. Und da ist gerade der Hype und da hat eigentlich Nvidia aktuell, kann man sagen, nicht so richtig große Konkurrenz. Man hat diese anderen, ich würde jetzt nicht sagen alten, aber diese anderen Segmente von Datacentern, die insbesondere auch im Intel-Bereich halt laufen, AMD mischt irgendwie in beiden Märkten so richtig mit, setzt natürlich gerade, wie man sich denken kann, eher auf diese GPU-Einheiten und entwickelt da Konkurrenzprodukte. Aber man sieht halt, während ja der Marktshift gerade von den beiden Unternehmen so ein bisschen abnimmt, shiftet sich alles rum zu der Nvidia-Technologie. Man kann ganz klar sagen, während die Leute oder die Firmen, die in dem Bereich Services anbieten, erstmal gucken müssen, wie sie daraus auch Geld machen, ist Nvidia quasi der Schaufelverkäufer, der erstmal die Technologie liefert, dass sozusagen neuronale Netze, Sprachmodelle, künstliche Intelligenz eben läuft. Und da wird man natürlich dann sehen, am Ende des Tages müssen natürlich auch die ganzen Services, die hinten dran sind, irgendwie profitabel sein, damit man solche Summen auch ausgeben kann. Aber es ist auf alle Fälle ein sehr spannendes Feld. Und Nvidia ist da Schaufelverkäufer und ist fast der alleine auf dem Markt. Ja, das kann man so sagen. Wir gucken uns gleich nochmal auch den Chart of TradingView an, weil da wird nochmal wirklich deutlich, wie sehr diese Kurve gerade nach oben geschnellt ist. Bevor wir das aber machen, wollen wir das hier nochmal ein bisschen verdeutlichen, was wir gerade besprochen haben. Und es geht wirklich daran, dass es nicht so richtig eine Konkurrenz gerade gibt zu den Nvidia-Produkten. Also hier sieht man so ein bisschen die Chips, die da auf dem Markt sind, also die Intel-Varianten eigentlich hier auf der Seite und dagegen diese H100-Chip in dem Falle von Nvidia. Und man sieht halt, wie groß die Diskrepanz da wirklich ist, der Leistungsfähigkeit von diesen Chips in den Segmenten von Nvidia halt zur Konkurrenz. Und hier spricht man rechts insbesondere halt von diesen Sprachmodellen. Man sieht es ja auch mit GPT-3, also dem Vorgänger quasi von ChatGPT aktuell. Und man sieht halt, wie groß der Diskrepanz zu den anderen Chips ist und warum halt auch wirklich der Shift da gerade in die Richtung geht. Also gewisse Sachen kann man gar nicht machen, da ist so ein Kreuzer drauf gemacht, also gewisse Modelle, gewisse Algorithmen laufen eben nur auf so einem Tensor-Chip
Und ja, dieses Nvidia-Chips in grün sind immer auf 1 gesetzt. Alles andere sieht eben entsprechend kleiner aus. Und man sieht schon, dass technologisch gesehen, dass zumindest für diese Anwendung, die hier dargestellt sind, das eben überlegen ist. Genau, und das sieht man auch in dem Revenue Share. Hier ist ja mal aufgeteilt von gar nicht so viel langer Zeit her. Also wenn wir jetzt auf Q2 22 blicken, man muss ja sagen, hier steht ja schon Q2 24. Das liegt daran, dass Nvidia ein extrem verschobenes Jahr hat, ein Geschäftsjahr. Also wir sind schon dort im Geschäftsjahr 2024. Das heißt, die fangen dann tatsächlich im ersten Quartal, war es was Genau. unter das zweite Quartal, also in dem ersten Quartal 2024 schon unterwegs. Genau, die sind quasi ein Jahr schon mal weiter. Man sieht ja aber trotzdem, ist hier Sehr in natürlich, Zukunft gerichtet. ja, In allen genau, Bereichen des Business. passend irgendwie, ne? Passend, genau. Aber man sieht ja, wie gesagt, der letzte Part ist natürlich trotzdem eine Prognose. Man sieht aber, wie das Unternehmen natürlich über die Jahre immer gewachsen ist. Ich habe auch über diesen Boom geredet, den wir mit den Krypto-Mining-Chips dort hatten. Aber man sieht halt, ja, wie viele Teile sogar abflachen, weniger werden. Wir wissen, haben das bei vielen anderen Herstellern auch mitbekommen, dass Gaming gerade nicht mehr so gefragt ist, wie es noch zu Und Corona-Zeiten der Fall. wahrscheinlich wurde auch viel auf Gaming, also auf der Gaming-Hardware, Grafikkarten viel gemeint. Genau. Das ist halt auch abgenommen. Und jetzt sieht man halt, welcher Teil gerade wirklich der Wachstumsteil ist. Und das ist genau der, über den wir halt gesprochen haben. Dieser Data-Center-Bereich ist der, der gerade das extreme Wachstum bringt. Und das ist auch der, der halt zukünftig weiter wachsen soll, weil man, ja, wie gesagt, momentan relativ konkurrenzlos dasteht. Für viele kleinere Anwendungen und so gibt es noch viele alternative Anwendungen. Das Segment läuft trotzdem, aber der Shift dahinter ist natürlich insbesondere in dem Bereich da. Und das ist auch das, wo hier die Umsatz So, man muss das sagen, wenn ich größte das Ziel selber zu ist. Hause machen will, also wenn ich zum Beispiel zu Hause eine AI anwerfen möchte, um Bilder zu generieren oder vielleicht sogar für Sprachmodelle, kann ich natürlich auch meine ganz normale Grafikkarte nehmen. Also das ist dann, wäre dann hier in diesem Gaming-Bereich. Im Datencenter kann das nicht. Also da reicht das nicht aus, um dann ja das im großen Maße zu skalieren. Und dafür, das, was gerade wächst, also alles, was an Service im Web über AI gesteuert wird, läuft dann hier über Nvidia, über die Datencenter. Genau, man kann es eigentlich so anfassen, wir haben Automotive-Bereich, da geht es um die KI- und Computerlösungen für diesen Automotive-Bereich, für die Laser, für die Steuerung, für die Berechnungen, um alles, was auch so da im autonomen Fahren sich bewegt. Dann haben wir darunter den Professional Visualization-Bereich, da geht es wirklich um diese richtigen Profi-Werkzeuge für Designelemente, also wer da drin ist, so CAD-Anwendungen. 3D-CAD, sowas in der Richtung Virtual Reality, also all das, was wirklich richtig krass auf Visualisierung geht und sehr professionell auch ist, befindet sich in dem Bereich. Da haben wir, wie gesagt, diesen großen Data-Center-Bereich. Das ist insbesondere halt dieser Cloud-Computing, Chat-LLM-Bereich, über den wir gerade sprechen, wo die ganzen großen Cloud-Anwendungen auch am Ende drauflaufen, wo man ja immer mehr auch von seinen persönlichen Hardware, die man zu Hause oder at home hat, weggeht zu großen Datenzentren, die woanders stehen. Und darunter ist halt dieser Gaming-Bereich, von dem Christoph gerade gesprochen hat, ist eigentlich so der klassische Home-Anwender-Bereich, wobei man sagen muss, dass Nvidia kein B2C-Modell ist, also man geht nicht direkt auf den Kunden zu, sondern man hat eigentlich nur Partner, die dann die Grafikkarten für einen vertreiben. Also wer sich schon mal gefragt hat, warum stehen bei diesen ganzen komischen Karten, die dort vertrieben werden, irgendwelche anderen Firmen eigentlich noch vor. Ja, das ist, weil das halt der Vertrieb quasi wirklich dieser Sparte ist. Wir gehen noch mal kurz in den Chart rein, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Und ich habe den hier schon mal aufgemacht. Man sieht halt extrem, was in den letzten Jahren so groß war, wenn man sich den Umsatz gerade eben angeguckt hat und die Entwicklungen und wie der Kurs dann ja schon fast trotzdem zu diesem Umsatzwachstum überproportional hochgelaufen ist. Man sieht ganz gut, wo man herkam und hier liegt ja eigentlich dieser gleitende Durchschnitt fast genau über dem Kurs, weil, ja, wenn man ganz ehrlich ist, war man 2008, 2009 noch so bei 10 Euro oder 10 Dollar quasi pro Aktie. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann gehen wir relativ schnell auch unter 10 Euro irgendwann im Cent-Bereich. Was aber halt der große Boom war, wir haben halt hier 2018 gehabt, da ging es mal hoch und runter, da gab es so die erste Kryptowelle, wie wir sie auch mitbekommen haben. Natürlich diese Corona-Phase und hier befindet sich der Corona-Dip. Und wir kennen das bei vielen anderen Unternehmen, dass der natürlich sehr, sehr extrem aussieht und sehr, sehr extrem vor allem auch sich in dem relativ nahhistorischen Chartbild wiederfindet. Hier, ja, Man es sieht ist. den kaum, aber trotzdem hat sich, wenn man da genau hinguckt, auch der Kurs einmal halbiert. Ne? Genau, Also genau. von Also, wenn 80 man auf näher 40, ranzoomt. von 80 auf 40 hat es sich trotzdem halbiert. Also wie letztlich, wie der ganze, eigentlich wie der Markt mehr oder weniger ist es mitgelaufen.
Aber danach kam halt die große Explosion. Genau, also man sieht hier ganz deutlich, wenn man das ja auch eigentlich einzeichnet und mal diesen großen Teil da wegnehmen würde, jetzt mal in dunkel gezeichnet, sieht man, dass man hier wirklich eine Wende nach unten hatte und hier auch ganz, ganz klar. Und wie gesagt, ich nehme mal den großen Teil vorne so ein bisschen weg und dann sieht man ja schon deutlich einen Abschwung. Und ich habe das letztens in der Grafik ganz schön gesehen. Man brauchte einen sehr, sehr langen Atem, wenn man Nvidia-Aktien gehalten hat. Ich glaube, die Aktie ist in der letzten Historie für über 50 Mal um über 30% gesunken, 2 bis 3 Mal sogar über 90% gesunken. Ja, auch zuletzt, also, den großen Fall, den wir jetzt hier drin sehen, ist ja auch von rund 350 runter auf unter 120, das ist also auch genau, ein Drittel fast runter. Quasi hier diesen Hype, als die Kryptowelle so ein bisschen zurückgegangen ist, sieht man wieder, hat sich gedrittelt, der Kurs. Also, wenn man von Wachstumsaktien spricht und von Wachstumsaktien, wo man wirklich einen langen Atem braucht, wo es viel Auf und Abs geht, da sieht man das wirklich gut in der Historie von Nvidia, weil es gab sehr, sehr oft ja einfach dieses Momentum, dass die Aktie fast gecrashed ist, wo man sagen, wo viele jetzt von extremer Art und Weise schon fast von Insolvenzen wahrscheinlich sprechen, was natürlich fundamental gesehen jetzt nicht so quasi sich gezeigt hat, aber der Kurs läuft halt sehr, sehr stark vorweg und man sieht halt, wie dieses Momentum wieder abflacht, wie sehr man dann auch sich oder wie schnell sich so ein Kurs dritteln kann bei trotzdem weiteren hohen Bewertungen. Und man sieht es ja natürlich hier ganz klar, der letzte Run, der natürlich am extremsten jetzt war, auch hier zeige ich euch das nochmal, wenn man hier den natürlich nach oben sich zieht, dann sieht man natürlich, dass es wirklich eine extreme Zickzack-Bewegung eigentlich hier ist und eigentlich so ein Momentum ist, wo man immer wieder höhere Hochs erreicht, immer wieder sich diese Trendverläufe eigentlich zuspitzen. Aber man sieht, es ist eine Zickzack-Bewegung in diesem Chartbild ganz gut zu sehen. Also wenn man sich die positiven Wege hier auch ansieht, dann sieht man, man bräuchte viel langen Atem, viel Gunst, um von ganz früh bis ganz spät durchgehalten zu haben. Und man sieht natürlich auch, dass trotz der Dividendenzahlung und der Steigerung der Dividendenzahlung, hier eigentlich keine nennenswerte Dividende zu sehen ist. Also wir sind immer noch bei 0,0 bzw. 0,3%. Genau, also ist natürlich, kann man sich ja gut vorstellen, wenn man das jetzt hier aufs Jahr hochrechnen würde, dann sind das 0,08, also 0,016 Dollar mehr oder weniger bei 460 Dollar Marktbewegung. Wahrscheinlich wollen die Investoren gerade auch keine Dividenden haben, sondern die sind eher dazu bemüht, dass man das Geld gut investiert, Kapazitäten aufbaut und weiter vertreibt. Aber man sieht halt schon ganz deutlich in diesem Kurs, dass Nvidia ein Wert der Extreme ist, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und dass so Hype-Bewegungen in der Vergangenheit schon öfter aufgetreten sind, aber natürlich aktuell extreme Maße auch angenommen haben. Wir springen nochmal zurück in unsere Präsentation und gucken uns nochmal kurz an, welche ganzen Industrien stecken eigentlich dahinter. Und das ist schon ein bisschen älter, aber man sieht ganz gut von 2013 auf 2014, auf 2015, wohin das Ganze eigentlich geht. Und dieses Deep Learning ist halt genauso eine Technologie, die auch am Ende hier dahinter steckt. Wenn man jetzt ganz tief oder tiefer in die Software blickt, sind dafür auch wieder genau diese Rechenleistungen der GPUs quasi benötigt. Und natürlich sind das viel Internetsanwendungen und, aber man sieht, dass sich das durch am Ende viele Bereiche durchzieht bis zur Öl- und Gasindustrie und eigentlich alle irgendwie in der Industrie, in diesen Digitalisierungswahn auch irgendwann auf genau diese Technologien stoßen und das Ganze für sich am Ende nutzen wollen. Und das ist das, was man auch im Gesamtmarktmomentum am Ende sieht. Wir sehen ja oftmals so CAGR-Raten, also Wachstumsraten für die Zukunft von, wenn es gut läuft, mal so 10-15%. Wir haben auch ab und zu also 5-7%, also kontinuierliches Wachstum. Ja, hier wird nochmal deutlich mehr, muss man sagen. Also meinst du in der Gesamtwirtschaft, sagst du, hat man Gesamtwirtschaft die gezeigt. 7-10%. Und hier sehen wir aber fast 30%, genau. 20,1%. Das heißt, jedes Jahr wächst der Markt um 30%. Und das heißt dann hier, das ist, glaube ich, die spannende Zahl, von 2023 nach 2028 sieht man ja hier von 18,6 auf 64,5. Das ist also ungefähr eine Vervierfachung, nicht ganz eine Vervierfachung. Genau. Des Marktes, das sind eben diese Wachstumszahlen von fast 30% im Jahr. Und das ist also jetzt hier ein Markt von 18,6 nach 64,5 Milliarden
Wahrscheinlich Dollar, genau, Dollar. Und auch spannend, dass das vor allen Dingen, wenn man es jetzt hier sieht, dass der Asia-Pacific-Markt der größere ist. Ja. Sind die Frage, ob da die Hersteller, ich weiß nicht, ob das da die Hersteller herkommen oder ob das, also jetzt. Es geht ja wirklich um den Chipsets-Market, also wahrscheinlich auch da, wo es wirklich die Foundries am Ende sitzen. Ja. Wir haben ja schon mal über diesen Unterschied gesprochen, Design und wer das am Ende wirklich auch produziert. Also umsatztechnisch natürlich Wertschöpfung auch betreibt. Da sind wir insbesondere, wir wissen es, im taiwanesischen Markt auch sehr aktiv. Ja. Genau, weil verbaut werden, wo die Datencenter dann sitzen, wahrscheinlich noch woanders. Aber das heißt letztlich, global gesehen, sind das die Wachstumsraten und das ist schon sehr enorm. Genau, und das ist auch das, was man aber teilweise braucht. Also wenn wir uns das im Snapshot mal angucken, dann sehen wir gleich, ich habe ja schon davon gesprochen, dass man sehr gute Zahlen geliefert hat und eigentlich die Zahlen nochmal übertroffen hat. Wir sehen aber natürlich, wir haben überproportionales Wachstum im Markt, also Umsatzwachstum, wie gesagt, 102% im Vergleich zum letzten Quartal, 844% Gewinnwachstum. Die Margen sind um 26% und 36% gestiegen. Man muss ganz ehrlich sagen, das sind Sachen, die man nicht so häufig sieht, und zwar insbesondere nicht bei Unternehmen, die 1.200 Milliarden Dollar wert sind. Ja. Also ja, unter den wertvollsten Unternehmen der Welt überhaupt zu finden sind. Das sind schon Wachstumszahlen, die sehr, sehr beeindruckend sind, die aber auch, wenn man auf die absoluten Zahlen sind, benötigt werden, um ansatzweise vielleicht zu einer Bewertung irgendwie rechtfertigen. Also wenn wir auf einen Quartalsumsatz von jetzt 13 Milliarden Dollar blicken und jetzt nur mal angenommen, das statistisch gesehen oder statisch gesehen aufs ganze Jahr umrechnen würden, dann wären wir natürlich bei einem Umsatz, ja, der irgendwie so bei 50, 60 Milliarden Dollar liegen würde, dagegen gerechnet eine Marktkapitalisierung natürlich von 1.200 Milliarden Dollar. Genau, das ist ja hinter mir zu sehen, genau. Ist natürlich sehr, sehr extrem, auch wenn man es jetzt auf den Gewinn rechnen würde, wenn man sagt, okay, wir haben ja ein sehr profitables Technologieunternehmen, dann ist das natürlich auch noch enorm. Und wir gucken uns gleich nochmal die KGVs und Kursumsatzverhältnisse der letzten Jahre an. Da sieht man schon, dass man natürlich sehr viel Zukunftsfantasie hat, die insbesondere auch in diesen globalen Wachstumsraten stecken, und man muss sagen, man ist ja mehr oder weniger absoluter Marktführer in einem Markt, der sehr, sehr stark wächst. Da kommen die Bewertungen am Ende her, aber ja, wir sind jetzt hier im September, kann man sagen, und die Aktie ist um 222% dieses Jahr gestiegen. Aber ja, diese Zickzack-Foren gab es, wie gesagt, schon häufiger, und aktuell befinden wir uns aber auf einem Weg eigentlich zu immer neueren Hochs. Und ja, das macht die Aktie eigentlich aus. Also ein sehr schnell wachsender Markt, ein sehr stark wachsender Markt, auch für Nvidia. Man ist Marktführer, man ist aber auch sehr, sehr, sehr teuer bewertet, muss man sagen. Und wenn wir auf die Pro- und Contra-Liste. Wenn du mal kurz eins zurückgehst, genau. Also zwei Sachen finde ich noch sehr beeindruckend. Die Grossmarge von 70%, also das ist schon Wahnsinn. Das heißt, das ist ja Hardware, das ist ja nicht nur Software oder so, das ist Hardware, die auch gebaut werden muss. Also dann ist direkt die Marge, wenn man so ein Produkt vertreibt. Das muss man natürlich nochmal fragen, ob das dann doch teilweise so ein bisschen in Lizenz läuft, wenn dann auch so Distributionspartner mit dabei sind, aber trotzdem. Und natürlich nochmal auf diese KGV und KUV drauf umgehen. Also KGV 113, ich glaube, ist jedem klar, dass das sehr, sehr teuer ist. Aber auch so ein Kursumsatzverhältnis von 37 ist natürlich teuer. Spannend aber, die Frage ist natürlich, wie das Umsatzwachstum jetzt so mithält. Wir haben ja vorhin gesehen, wir haben so eine durchschnittliche Wachstumsrate von 30%. Das heißt, denk mal, die 100%, die würden sich nicht ewig so halten lassen, aber nehmen wir mal an, es geht wirklich so auf 30% runter. Das heißt ja letztlich, dass das Kursumsatzverhältnis bei 100% würde sich, wenn der Kurs gleich bleibt, im nächsten Jahr halbieren. Ja, also es würde dann bei 15, 16, 17, 18, 19 so liegen. Nehmen wir mal an, das geht dann, der Umsatz geht aber dann so auch Richtung 30%. Dann würde also jedes Jahr bei gleichem Kurs das so ein bisschen ein Drittel kleiner werden. Ja. Das heißt, wir haben ja vorhin gesehen, die Umsätze wachsen über 5 Jahre, so um das Vierfache. So, das heißt, erst in 5 Jahren wäre das nur noch ein Viertel davon. Und selbst dann ist das Kursumsatzverhältnis noch sehr hoch. Das heißt, die aktuelle Bewertung, selbst wenn der Markt so wächst, wie er wächst, und nicht noch Aufsatzpotenzial da ist, ist schon sehr deftig. Man muss ja auch dran denken, in den nächsten 5 Jahren wird es sicherlich auch ein Stück weit Konkurrenzsituation geben, weil wenn da ist Geld zu verdienen, dann haben wir gesehen, also da werden Leute und Unternehmen aktiv werden. Also das ist schon ordentlich. Ja, also man kann schon ziemlich genau sagen, dass da viel Fantasie im Kurs steckt und auch im Markt steckt, die gerechtfertigt sein kann,
Das weiß man aber am Ende nicht. Das ist immer wieder eine Zukunftsaussicht. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch nochmal ganz spannend zu sagen, was wir am Anfang gesagt haben. Ich persönlich habe ein Gefühl für den Markt, aber es ist sehr schwer zu definieren, okay, wie weit ist man jetzt von den Konkurrenten weg? Wie stark sind die Alleinstellungsmerkmale jetzt gegenüber der Konkurrenz, wenn man jetzt auf AMD blickt, auf Intel blickt? Wer steigt da wie schnell auf den Markt? Wir kennen so ähnliche Situationen natürlich auch aus anderen Bereichen. Wir haben was bei der Pharmaziebranche auch gesehen, wo es sehr, sehr schwer zu definieren ist, wo befinden sich jetzt die Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz? Wie weit ist es mit den Patenten? Ja. Und ja, da gilt es insbesondere bei diesen Investments wirklich mal sich sehr stark zu hinterfragen, wie gut kann man das selber einschätzen gerade? Und wir möchten das gerne aber nochmal tun. Also wir werden da nochmal einen tieferen Blick drauf werfen, um das wirklich so ein bisschen aufzudröseln und so ein bisschen da reinzublicken. Aber es ist natürlich nicht so leicht, wenn man jetzt nicht gerade in den Unternehmen steckt und ja, da einfach viel Fantasie und viel Zukunft drinsteckt. Wobei man halt sagen muss, dass man in der Vergangenheit auch wirklich oft an vielen Stellen bewiesen hat, dass die Technologie, die man selber entwickelt, sehr federführend sein kann und in vielen Prozessen ja, mehr oder weniger erste Wahl war. Wir sehen es bei dem Automotives-Bereich, wir sehen es bei dem Krypto-Bereich, beim Mining-Bereich, beim Blockchain-Bereich und jetzt halt auch bei diesen großen Data-Centern. Also da steckt auf jeden Fall auch was dahinter. Wir gehen nochmal kurz auf die Pro- und Kontraliste. Und ja, man kann sagen, aktuell sind sie mit Abstand die leistungsstärksten für das aktuelle Marktgeschehen. Die sind aber auch sehr, sehr, sehr hoch bepreist, was potenziell aktuell ein sehr positives Momentum ist für Nvidia. Wir haben dieses Fabless-Verfahren, was uns überhaupt trotzdem noch diese hohen Margen ermöglicht, aber man hat natürlich in gewisser Weise auch eine Abhängigkeit von seinen Fabrikanten. Insbesondere wenn wir jetzt nach Taiwan und so blicken, da wissen wir, gibt es ja immer wieder auch politische Spannungen. Ja, die Nachfrage ist immer noch hoch nach den Produkten und wird sich wahrscheinlich auch weiterhin steigern. Auf der Kontraseite sieht man natürlich zum einen die extrem hohen Bewertungen. Das ist einfach nicht wegzusehen. Die hohen Margen zieht einfach die Konkurrenz an. Da wird viel Geld auch reingesteckt werden, um nachzuziehen. Aber man muss sagen, es ist natürlich nicht so einfach. Man erstellt jetzt nicht mehr von heute auf morgen ein Konkurrenzprodukt, was ähnlich läuft und ähnlich auch in der Verknüpfung der Hardware ist. Und da ist man natürlich positiv aufgestellt, wenn man jetzt so der Vorreiter in dem Segment ist und auch als Vorreiter gesehen werden kann in der Integration, wenn man jetzt neue Data Centers oder so baut, weil es ist ja oftmals dann doch so, dass wenn man zuerst etwas integriert hat, es etwas schwieriger ist, jetzt die ganze Integration rückgängig zu machen und dann doch wieder auf ein Konkurrenzprodukt zu blicken. Vor allem, da die Algorithmen auch teilweise auf diese Hardware sehr stark angepasst sind. Ich weiß nicht, wie stark das ist. Es gibt vielleicht jemanden hier im Chat, der sagt, ja, ist es auch nicht, aber es ist schon so, dass gerade für dieses Machine Learning das schon sehr stark auch auf die Hardware angepasst ist. Und die Frage ist, wie groß dieser Burggraben halt dann wirklich ist, wenn Konkurrenz da hochkommt. Und wenn es so ein großer Markt ist, wird es hier sicherlich auch irgendwann geben. Du hast noch eine andere Grafik mitgebracht. Genau, wir gehen nochmal weiter, die das nochmal sehr stark verdeutlicht. Und das ist ein bisschen das, was Christoph gerade eben auch angefangen hat. Ja, so ein bisschen zu diskutieren. Und zwar sieht man hier in der Bewertung einmal das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Nvidia in den letzten Jahren bis ungefähr 2000 zurück und wie es sich entwickelt hat. Und wir sehen, wir waren nie auf sehr niedrigen Werten, wenn man das KGV sich anguckt. Natürlich gab es auch mal Jahre mit Verlusten. Wir haben ein Wachstumsunternehmen gehabt. Hier war es immer sehr, sehr, sehr sprunghaft, kann man sagen. Aber man sieht, dass es sich eigentlich auch hier wie der Aktienkurs zu immer höheren Extremen gemausert hat. Das heißt, diese Bewertungen immer wieder sehr, sehr stark in die Zukunft blicken. Aber man muss sagen, wir sind halt, wie gesagt, immer wieder auf höheren Extremen. Wenn wir jetzt auf das Kursumsatzverhältnis gucken, dann sind wir ungefähr bei 35. Natürlich, wenn man sich wieder verdoppelt, dann ist man nächstes Jahr bei 17 und wenn man sich dann nochmal verdoppelt, dann ist man darauf das Jahr bei 8, vorausgesetzt der Kurs würde beim gleichen Punkt sein. Aber da sieht man aber ganz gut, dass natürlich ein 8er Kursumsatzverhältnis jetzt immer noch nicht verdammt günstig ist für so ein großes, beständiges Unternehmen.
Wenn man jetzt auf den Gewinn schaut, auf das KGV schaut, dann ja, befinden wir uns hier, wenn wir so quer rüber lugen, ungefähr so um zwischen 80 und 100, aber eher so bei der 100 oder auch mal über der 100. Und das, obwohl man natürlich den Gewinn extrem gerade gesteigert hat. Man investiert natürlich viel und am Ende wird aus diesen ganzen gigantischen Umsatz, den man erzielt, und das haben wir ja auch gesehen, immer mehr und mehr Gewinn entstehen. Aber ja, die Fantasie ist schon beachtlich, wenn man darauf blickt. Insbesondere muss man ja immer sagen, 1200 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung schon aufgebaut hat. Ja, da kämpft man sich gerade tatsächlich zu neuen Hochs. Auf allen Ebenen, kann man eigentlich sagen. Das ist. Uwe sagt, Nvidia hält weitere, das habe ich nicht verstanden, die Abkürzung kenne ich nicht, aber es geht letztlich darum, dass es in der Automobilbranche natürlich auch Aufträge gibt, sicherlich. Daimler verbaut erst Chips, Potenzial ist zurzeit noch nicht abzuschätzen, jedoch hohe Zuwächse in Zukunft. Nvidia wird weiter steigen, sagt Uwe. Ja, kann sein. Wichtig ist natürlich zu verstehen, dass gerade der Automobilanteil aktuell wahnsinnig klein ist. Also der ist ja im Vergleich zu allem anderen extrem, also eigentlich vernachlässigbar bei Nvidia. Die Frage ist, ob man halt fürs autonome Fahren, braucht man natürlich auch relativ viel Rechenleistung, aktuell zumindest noch. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Letztlich ist es aber wahrscheinlich so, dass selbst da dieser Anteil erstmal noch relativ klein bleiben wird eine ganze Zeit lang. Aber man sieht, wie groß die Zuwächse in diesem Cloud-Bereich sind. Ich glaube, man kann ganz einfach sagen, dass die Umsätze von Nvidia in der Zukunft weiter steigen werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also da können wir ja wahrscheinlich alle einen Haken drin machen. Die große Frage wird sein, ob diese extrem hohe Bewertung, und diese Bewertung ist extrem hoch, das ist völlig unstrittig, am Ende diesen Umsatzzugang gerechtfertigt wird. Das kann sein, absolut, ich würde jetzt niemand sagen, dass es dieses unbedingt zu hoch bewertet. Es kann auch sein, dass da eigentlich noch viel mehr Potenzial nach oben besteht und dass das lange Zeit nur verdeckt ist oder immer noch verdeckt ist. Es kann natürlich sich aber auch in eine andere Situation entwickeln. Das reicht ja schon, wenn es ein bisschen abflacht. Genau. Wir haben gerade gesehen, dass das eher auf 30% soll der ganze Markt steigen. Und aktuell ist Nvidia deutlich stärker gestiegen als diese 30% im Umsatz. Und da ist ja schon die Frage, wann es eben abflacht. Aber das kann man einfach nicht sagen, wie viel ist schon eingepreist, wie viel nicht. Und gerade bei solchen Wachstumsunternehmen geht es halt deutlich volatiler zu. Also das ist nicht wie beim etablierten Unternehmen, wo dann plötzlich 1-2% weniger Umsatz gleich zu, das ist Drama. Und hier sind dann plötzlich 50% Umsatz statt irgendwie 75% Umsatzwachstum plötzlich das Drama. Also es ist einfach alles ein bisschen anders, eine andere Größenordnung. Aber definitiv ein wahnsinnig spannendes Unternehmen in einem wahnsinnig spannenden Markt. Und ich glaube, ich kann das Zitat nicht genau wiedergeben, aber der Gründer hat auch irgendwann mal gesagt, dass er einfach auch wahnsinnig Glück gehabt hat, genau zu der Zeit in dieser Welt zu sein, weil er mit seinem Unternehmen erst im Kryptobereich unterwegs war, wo ganz viel passiert ist mit den Grafikkarten. Und jetzt ist er an dem nächsten Ding, an dem nächsten Megatrend quasi dran, der AI. Und ja, ihr werdet künftig auch so ein bisschen was an Geschichte dazu lesen können, wie das Ganze so ein bisschen zustande gekommen ist, wie er sich eigentlich seine erste Million, man könnte fast so ein bisschen die Geschichte erschummelt hat. Erschummelt, ja. Er sagt, wenn es nicht professionell investiert hat, aber doch irgendwie dann zu einem guten Zweig gekommen ist. Ich glaube, der erste Investor, der freut sich jetzt auch noch immer. Aber ja, die Geschichte ist sehr, sehr spannend. Könnt ihr auch bald was bei uns zu lesen. Absolut. Und ich glaube, wie Christoph gerade sagt, so oft wir auch auf diese Unternehmen blicken, dass der Konsens ist immer ähnlich. Wir hatten, seitdem wir darüber geredet haben, schon den Fall, dass die Aktie um 70% gefallen ist. Wir hatten auch schon den Fall, dass die Aktie jetzt wieder um 400-500% gestiegen ist. In der Zukunft ist es wahrscheinlich genauso zu sehen. Es ist halt ein Wachstumsunternehmen, da kann am Ende alles passieren. Die kann sich nochmal betreiben. Ja, sag doch jetzt mal Long oder Short. Das ist jetzt mit dieser Aktie. Das ja, dürft ihr selber entscheiden. Das könnt ihr selber entscheiden, genau. Aber letztlich ist es ja immer so, das ist immer so, gerade solche Unternehmen sind super beizumischen, weil es natürlich absolut in Zukunft zeigt, am Ende kommt es auch gar nicht daran, ob genau dieses Unternehmen hier erfolgreich wird langfristig, sondern wenn man ein Portfolio von 50 Unternehmen hat, die sehr gut in die Zukunft weisen, dann wird schon das Richtige mit dabei sein. Absolut, also wie gesagt, das ist am Ende der Mix als Investor-Typ, der Mix als Anlegertyp im Portfolio. Ich glaube, extrem spannend. Wir haben aktuell ein sehr defensives Portfolio, habe ich jetzt, glaube ich, gesehen, in unserem Tresla 24 Mitgliederdepot. Ich glaube, man kann zumindest einen aggressiveren Ansatz wählen. Das geht. Das wollte ich sagen, aber da würde da sowas mal ganz gut reinpassen. Genau. So. Wie gesagt, wir widmen uns dem nochmal intensiver, nochmal genauer. Ihr dürft jetzt aber gern schon mal abstimmen für unser Market Roundup Depot. Und Uwe hat noch was zum Digital Market Acts geschrieben.
müssen wir uns mal etwas genauer angucken. Man kann ja mehr oder weniger sagen, da geht es insbesondere um die Regulierungen der großen Tech-Unternehmen, auch was die weltweiten Datenschutzrichtlinien betrifft und so ein bisschen auch um die Auswirkungen ja, auf die Umsätze am Ende der großen Konzerne. Wenn wir jetzt auf Apple blicken, die natürlich auch viel Geschäft in China machen, die da aktiv sind. Das Ganze tritt ja im nächsten Jahr in Kraft. Ich glaube, im März ist es soweit und ja, sollten wir uns definitiv auch nochmal angucken und werden wir uns auch nochmal angucken, wenn wir in Richtung der weiteren Technologietitel gucken. Und ich habe noch eine Sache dazu mitgebracht und wir wollten ja immer mal wieder über Snowflake auch sprechen und Snowflake und Nvidia sind ja auch sehr, sehr stark verbandelt. Sogar in den Präsentationen von Nvidia hier findet man diese Kombination, ja, wie am Ende Daten strukturiert und organisiert werden und am Ende auch über die Software und Hardware von Nvidia gesteuert werden. Das werden wir uns auch angucken. Wir werden uns Snowflake auch angucken nach meinem Urlaub, kann man wieder sagen, wenn ich wieder da bin. Das heißt, im Oktober ist es soweit, da werden wir uns den Thema Snowflake auch nochmal genauer widmen und in dem Zuge, wie gesagt, auch nochmal Nvidia auch genauer widmen. Das heißt, nächster Market Roundup ist wieder am 26.09. Und wir haben aber heute nochmal Investmentwerkstatt, Christoph, und werden heute nochmal den Abschluss zu unserer Bauindustrie unter die Lupe nehmen. Denn auch da ist es wieder sehr, sehr spannend, was da gerade für Bewegungen stehen. Und ihr habt die Graphen Anfang der Woche gesehen und auch in der letzten Woche, wo ja auch diese Wachstumsraten sehr beständig und sehr groß prognostiziert sind. Ich kann aber schon mal hier an der Stelle sagen, sie sind nicht mit 30% bis zum Jahre 2028 angelegt, sondern da sind wir wieder im eher defensiveren Segment unterwegs. In diesem Sinne, wir sehen uns entweder heute nochmal in der Investmentwerkstatt oder dann heute Nachmittag bin ich noch im Live-Trading, by the way, US-Markt. Wer dabei sein möchte, einfach registrieren wir uns und dabei sein. Bis später. Dann tschüss.